Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben es richtig eilig, wir müssen jetzt etwas besorgen. Wir verschieben es nicht auf morgen. Wir müssen. Nein, es ist schon, ich meine, ihr habt es ja wahrscheinlich im Titel gesehen. Eine besondere Besorgung. Ihr kennt ja den lieben, da kommen Leute, super peinlich. Ihr kennt ja den lieben Rafel, vielleicht, wahrscheinlich. Und das ist ein Uhrenfreund, ja, der schon gerne Uhren trägt. Und das ist ja auch ein schönes Thema. Und wir haben jetzt überlegt, das ist der beste Junge überhaupt. Das ist ein super, super Patenonkel für den Leo. Wir haben den Raphael unglaublich lieb und wir wollen ihm jetzt vielleicht eine Uhr kaufen. Eine besondere Uhr kaufen. Der ladet nach 49 Minuten auf. Genau, wir gehen da schnell. Ich muss noch mal abchecken, was der, also der liebt auf jeden Fall, glaube ich, eher so auffällige und goldene Uhren. Und wir sind uns mit dem Ziffernblatt nicht ganz einig. Ich meine, er hat eine goldene Uhr mit einem dunklen Ziffernblatt. Aber der hat auch ein, zwei silberne Uhren, ne? Ja, aber der ist praktisch ein Uhrenliebhaber. Guck mal, der Kölner Dom. Oh, ich weiß, was wir machen können. Es gibt doch auch von Rolex diese silber-goldenen Uhren. Ach, ganz ehrlich, ich glaube, wir gucken die Uhr an und dann werden wir schon direkt sagen, das ist sie. Ich bin gespannt. Wenn wir jetzt eine finden sollten, werden wir ihm die gleich vorbeibringen. Ja. Boah. Oh, die sieht schon nach Raphael ja, aus. Ja, wirklich, ne? Zu 100%. Boah, scheiße, ich finde die sieht aber schöner. Scheint Raphael im Gold immer zu sein. Ich glaube, er mag einfach gerne so auffällige Sachen, so besondere auffällige Sachen. Also ich finde also die würde ich mir jetzt aussuchen, die da. Mhm. Also, gibt es die ein bisschen größer? Das wäre dann quasi die Uhr nur ohne Diamanten. Genau, ja. Aber die habt ihr nicht hier. Nee, aber kriege ich mit Sicherheit organisiert. Mhm. Auch relativ zeitnah. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Geschenken was mitnehmen wollen würden und würden die nehmen und er würde sagen, ich will die lieber größer, wann dann... Ist denn, wann wird denn die Übergabe gemacht? Gleich. Ich heute Abend. Eigentlich heute noch. Ein bisschen knapp dran. Ne? Ja, ich weiß. Ist schon schön, ne? Das ist so die sportivste Uhr und in der Konfiguration mit dem Gelb-Gold-Champagner eine gute Mischung aus Sportlichkeit und schon edel, ne? Weil es halt viel Gold ist. Die sieht auch sehr geil aus. So Leute, wir können uns nicht entscheiden. Welche findet ihr schöner? Ich finde persönlich ganz klar die linke schöner. Die? Mhm. Wir haben uns entschieden. Ich greife einfach mal durch. Das darf ich. Die ist es geworden. Ist halt so typisch klassisch Rolex, aber trotzdem durch diese Kombination aus Silber und Gold ein bisschen auffällig. Ich finde sie mega fett und das Allergeilste ist, der ist gerade in der Stadt. Das haben wir gerade zu hat gerade gefragt, ob er vorbeikommen wollte. Er ist zehn Minuten entfernt. Ja. Ich glaube, muss jetzt. Achso, ja, die Uhr muss abgehen. Wollen Sie mal kurz mit mir zur Kasse gehen? Wir hatten die Portale und sind schon runtergefahren. Fett. Mhm, haben wir eine gute Entscheidung getroffen. Schön poliert. Ja, so, Leute. Der Aufsprach hat gerade einen 10-Euro-Schein von mir eingezogen. Da stand da Fehler bei Notenverarbeitung. Jetzt kam das Parkticket raus und der 10-Euro-Schein ist weg. Okay, warte kurz, ich komme hier. Dankeschön. Ich wollte eigentlich gerade meine Zähne beginnen. Der hat einfach einen 10-Euro-Schein geschluckt und meinte, bitte bezahlen. Geil, also, wir haben sie gekauft, die Uhr, und der Raphael, als würde er es riechen, hat geschrieben, er ist gerade in der Stadt, es ist kein Spaß im Café. Er hat ein Foto von seinem Cocktail geschickt und ich meinte, wir kommen vorbei. Er ist dann mit dem Flo zusammen, glaube ich, und wir werden es ihm jetzt gleich übergeben. Oh. Er hat das noch so schön verpackt. Oh, ich bin richtig aufgeregt vor Also die Uhr, ich finde die mega schön. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr für meinen Geschmack entschieden. Ja, es ist eine mega Traumuhr, aber er kann sie zur Not auch jederzeit noch umtauschen. Vor allem, ich weiß nicht, wer Raphael will, dass ich es erzähle, aber ich haue es einfach raus. Wir waren einmal damals zusammen unterwegs. Dann ist der Raphael so durch die Stadt gegangen. Warte, ich mache das mal nach und dann ist genau das vorgefallen. Oh, Rolex! Auf den Rolex-Laden geguckt. Ja, keine Ahnung, der liebt halt Uhren und... Es ist vielleicht auch immer so ein anderes Ding, ob man sich selbst was gönnt oder für andere Leute was kauft und so. Und ich glaube, er hätte es sich echt jetzt eher nicht unbedingt gegönnt. Nein, hätte er sich nicht. Hätte er sich nicht gegönnt. Aber er. Also gönnt tue ich es ihm auch nicht. Nee, gönn nicht. Hat er nicht verdient. Ja. Ich glaube, das ist aber auch ein Geschenk, damit rechnet man gar nicht. Es gibt ja gar keinen Anlass, der hat nicht Geburtstag. Schreibt alle mal Ehrenmann Raphael in die Kommentare. Eigentlich müsste der Ehrenmann Julia in die Kommentare schreiben. Stimmt. Oder Ehrenmann Ehrenmann. Weiß nicht, ich habe ja schon wirklich öfter im Kopf gehabt und das ist jetzt nicht von der einen auf die andere Sekunde entstanden. Wir waren einfach, wollten jetzt gerade mal raus und sind jetzt da in die Richtung gefahren und dann war es natürlich schon sehr spontan, aber... Aber ist ja auch einfach immer so ein Ding, ob die
die dann da ist, die Uhr und so. Und jetzt hatten wir halt einfach das Glück. Und der Rafel hat auch schon sehr, sehr, sehr viel für uns getan. Und ich glaube, damit können wir ihm schon auf jeden Fall seinen Abend ein wenig versüßen, nicht wahr? Boah, geiler Pulli. Eine kurze Szene drehen. Ja. Rafel, wir haben ein kleines Geschenk für, ein Geschenk für dich. Hä? Hat die mich komplett verarscht? Woher habt ihr das jetzt gerade noch geholt? Wir haben ja null geplant, dass wir uns treffen oder so. Siehste, alles gut. Das klingt jetzt so richtig gestellt. Wir haben null geplant. Das kann doch gar nicht sein. Also der Verkäufer hat gesagt, einfach nur die Schleife aufziehen und dann geht alles auf. Alle Nachbartische gucken gerade. Ist doch egal. Ja, komm, zieh durch. Boah, ihr seid ja echt süß, ey. Genau die gleiche Nummer. Das ist aber krass schwer. Ich hab echt null Ahnung, was das sein könnte. Hä? Okay. Boah, ich liebe das, Geschenke auszupacken. Wer ist gerade aufgeregter, ich oder er? Ich bin auch gerade ziemlich aufgeregt. Ich glaube, du musst es umdrehen. Ich wollte mich auch verarschen, oder? Nein, jetzt dreh das Ding um und mach auf. Kannst du direkt das Thumbnail weinen? Oh Mann, jetzt gucken alle, wie sie. Das wollte ich nicht. Ich dachte, jetzt gucken, jetzt gucken alle. Ja, cool. Ich bin voll mein Ding. Das ist so unangenehm, dass gerade andere Leute. Ist doch scheißegal! Okay. Der packt die ganze Zeit schon verkehrt rum aus. Ich warte immer noch auf den Moment, dass jetzt so eine Mäusefalle dann so raus. Wäre witzig. Alter, da ist wirklich eine gute. Okay. 3, 2, 1. Meint ihr das jetzt wirklich ernst? Ja, probier sie an. Gefällt sie dir? Ganz schön, ich. Überheb dich in 3, 2, 1, du Schiff. Alter, ich zitter voll, Mann. Also die ist immer jetzt, so ein bisschen. Ich zitter immer. Die ist natürlich jetzt nicht auf deine Größe eingestellt, sowas musst du alles noch machen. Guck mal, er wollte sie gerade raus und kriegst mich hin. Du musst jetzt erstmal sagen, ob sie dir überhaupt gefällt, ich weil du. Ich finde sie mega geil. Du kannst sie zur Not auch noch umtauschen. Okay, dann tausche ich sie. Hast du die geholt? Ja, gerade. Einfach so spontan. Ja. Ja, warte, du musst die Gegend ein bisschen anders zu, ne? Weißt du, wie das geht? Ja. Aber die ist ja, ja, die ist extra, damit man die noch anpassen kann. Okay, oh. Sieht richtig geil aus. Noch ein bisschen zu groß noch. Und dann von dir und Emmy natürlich auch. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich bin auch krass überfordert. Sieht wirklich ultra fett aus. Steht hier einfach saugeil, wirklich. Merkt ihr, ich zitter echt so ein bisschen, ne? Ich bin richtig voller Adrenalin gerade. So Leute, bevor ich euch gleich ganz kurz noch was zu der Uhr sage, wollte ich mal kurz festhalten, es regnet draußen und genau das wussten die Leute von Rolex gestern auch. Und darum haben die uns einen Regenschirm geschenkt, weil wir so verdammt nette Menschen sind. War ja ein Geschenk und Geschenke kann man ja nicht einfach ablehnen. Und das habe ich dem Raphael nicht geschenkt. Ich dachte mir, den Regenschirm, den behalte ich. So, ihr seid jetzt dabei, wie ich den auf Komplimentärbasis öffne. Ich hoffe, da steht jetzt nicht so riesengroß Rolex drauf, weil dann wäre es mir safe unangenehm, damit rumzulaufen. Der sieht jetzt nicht gerade sonderlich klein aus, muss ich zugeben. Was ist das für ein Schirm? Okay, hier steht ganz klein Rolex drauf. Das ist entspannt. Ich dachte, da steht es vielleicht so riesengroß drauf. Leute, jetzt kann ich in den... Komm, wir gehen jetzt gemeinsam in den Regen rein. In den Regen rein. Ach nee, ich habe keine Schuhe an. Cooler Plan. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte euch eigentlich erzählen. Hey, ho! Ich habe mit dem Raphael telefoniert. Der Ehrenmann hat angerufen und gesagt, er hätte gerne eine größere Uhr. Nein, das wären jetzt verdrehte Tatsachen. Ich habe mit dem Rafael telefoniert und habe ihm gesagt, er soll bitte zu 100% ehrlich sagen, ob das wirklich die Uhr ist, die er sich auch ausgesucht hätte. Wir haben natürlich von allen anderen Uhren, die auch da waren, Fotos gezeigt. Er hat gesagt, er hat versprochen, dass er sich genau die ausgesucht hätte, dass das seine Traumuhr ist. Allerdings hätte er gerne das Ziffernblatt. Das gibt's in mehreren Größen, beziehungsweise er hatte 36 mm und das gibt's noch in 41 mm. Und er hat jetzt eine Nacht drüber geschlafen und meinte, er hätte es gerne eine Nummer größer, wenn es möglich ist. Und genau, diesen Wunsch möchten wir ihm natürlich auch erfüllen. Genau. Alle sind glücklich, ist ja auch wirklich wichtig, dass man nicht irgendwie nur, weil es ein Geschenk ist, sagt, gefällt mir mega. Habe ich halt auch nie an Weihnachten und da war ich halt nie der Freund von, nicht so ehrlich dann zu sagen, dass einem was nicht zusagt.
Ihm hat sie in dem Falle zugesagt, er hätte es nur ein bisschen größer gerne gehabt. Und einen halben Zentimeter Durchmesser macht dann schon was aus. So sieht's aus. Das war's in meinem Video. Schaltet unbedingt jetzt in Bibis Video ein, weil da werden wir euch unser neues Auto zeigen. Das ist nämlich vor ein paar Tagen angekommen, aber wir zeigen es euch in dem Video zum ersten Mal. Und das war auf jeden Fall eine krasse Überraschung, weil ich gar nicht zu dem Zeitpunkt damit gerechnet habe. Die Bibi hat mich praktisch damit überrascht. Viele Überraschungen aktuell auf unseren Kanälen. Also schaltet ein, erster Link in der Informationsbox. Bis zum nächsten Mal. Habt eine wunderbare Zeit. Bis dann.